Marvin, ein souveräner 10:0-Erfolg im DFB-Pokal. Wie zufrieden bist du mit diesem Klasse-Ergebnis? Ja, ich denke, wir als Mannschaft können sehr zufrieden sein mit dem Spiel. Wir haben von Anfang an gezeigt, wer die Profimannschaft ist, wer das Zepter in die Hand nehmen will. Und von dem her können wir als Mannschaft zufrieden sein. Und ich natürlich mit 4 Toren bin natürlich auch sehr zufrieden. Hast es angesprochen, 4 Tore im ersten Spiel, Spieler des Spiels, ein einschlagender Maß für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, viel besser hätte es nicht laufen können. Jetzt ist aber trotzdem der Blick schon nach vorne auf Hannover, weil das wird nochmal ein ganz anderes Spiel. Aber auf jeden Fall zum Einstand, um die Mannschaft kennenzulernen, für mich selber war das, denke ich, eine gute Sache. Du bist jetzt ungefähr eine Woche in Paderborn. Wie waren die ersten Tage? Wie wurdest du aufgenommen und hast du vielleicht schon was von der Stadt gesehen? Ja, waren gute erste Tage. Also die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Ich konnte mittlerweile schon alle kennenlernen. Sind alle super nett und ja, die Stadt habe ich mir auch schon ein, zweimal angeschaut, bin schon mal durchgelaufen. Das, was ich gesehen habe, sieht sehr schön aus. Und ja, ich denke, wenn ich dann ab nächster Woche hoffentlich in meiner Wohnung bin, dann wird das Ganze nochmal einfacher. Sehr gut, du hast den Blick nach vorne eben schon angesprochen. Am Wochenende gilt es, den Schwung mitzunehmen und im Heimspiel gegen Hannover 96 zu punkten. Was erwartest du am Samstag für einen Gegner? Ja, einen starken Gegner auf jeden Fall. Wir wissen, Hannover ist in der zweiten Liga mit einer der Top-Vereine. Und von dem her denke ich, dass es ein schweres Spiel wird. Aber wir werden auf jeden Fall den Fight annehmen und werden voll auf Sieg spielen. Dann wünsche ich bis dahin noch eine gute Vorbereitung und viel Erfolg am Wochenende. Danke.